Mein Name ist Oliver Kreiser. Ich bin Elektromeister und Geschäftsführer der Firma Elektro Kreiser. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Elektroinstallationen. Heute werde ich für Sie das Lochsägensortiment der Firma Greenlee testen. Wir werden das Lochsägensortiment einem harten Praxistest unterziehen und herausfinden, ob es diesem standhält. Das Lochsägensortiment der Firma Greenlee kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer, welcher im Innenleben mit einem Schaumstoffkern ausgefüllt ist, wo die Werkzeuge einzeln wunderbar untergebracht sind, dass sie nicht lose im Auto hin und her fliegen, wie man so gut sagt. Angefangen mit der kleinen Krone, 35 mm für Halogeneinbaulampen zum Beispiel. Dem beliebten Einsatz 68 mm für Schalterdosen, welcher dafür wunderbar passend ist. Und ein Kranz 75 mm für größere Schaltereinbaudosen oder große Halogenlampen. Was auch mit im Set dazukommt, ist ein Randversenker. Dieser Randversenker sorgt dafür, dass Schalterdosen in Holzplatten bündig versenkt werden, so dass diese nicht hervorsteht, wenn später mal die Schalterabdeckung montiert wird, kein Luftspalt entsteht. Und den Zentrierbohrer mit Aufnahme für die Lochsägen. Das Einzige, was man sich jetzt noch wünschen könnte, ist, dass der Koffer etwas stabiler ausgeführt würde, dass der Verriegelungsgriff stabiler ist und wesentlich standfester ist. Wir werden jetzt mal einen Extremtest durchführen, und zwar werden wir eine 20 mm Multiplex, sogenannte Tischlerplatte, schneiden, und zwar werden wir dort eine Öffnung für eine Hohlraumschalterdose einfräsen. 20 mm Tischlerplatte ist nicht alltäglich, und wir werden sehen, wer gewinnt. Die Tischlerplatte oder das Lochsägenset. Möglicherweise wird sie blau oder in der Tischlerplatte haben wir gleich ein Loch. Wir werden sehen. Das Fazit unseres Tests ist ein wunderbarer, ausgeschnittener Holzkern, der, wie gesagt, super sauber geschnitten ist. Die Lochsäge ist sehr scharf, zeigt keinerlei Verschleiß an. Wenn man solche Ausschnitte mit einer Säge macht, die nicht scharf genug ist, wird das Material, was bearbeitet wird, unter Umständen zu heiß. Es bilden sich Blasen, wenn es beschichtete Materialien sind oder dergleichen. Der Lochsägenkranz ist wirklich sein Geld wert. Er ist wunderbar scharf und ich kann den Kauf nur empfehlen.